Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier bei unserem König und Kaisersprinzen Sigmund, so will ich ihn mal bezeichnen, den zukünftigen Kaiser von Franzien, gemeinsam hier mit seiner mächtigen Großmutter. Ja, wir haben zuletzt schon einmal auf Sigmund den Charakter gewechselt. Ihr kennt den Grund, ich werde das jetzt nicht nochmal ausführen, aber es ist natürlich so, dass seine Großmutter noch lebt und dementsprechend auch noch großen Einfluss nehmen kann und Einfluss nehmen wird. Denn ich meine, ehrgeizig wie sie ist, ist es selbstverständlich ihr Ziel, hier ihr Reich bestmöglich zu hinterlassen und ihren Enkel, der ja nur noch sehr, sehr jung ist, noch keine 16 Jahre alt, ja bestmöglich zu unterstützen und auf diese Aufgabe, die vor ihm steht, vorzubereiten, von der wir nicht wissen, wann er sie wird antreten müssen. Es kann aber auf jeden Fall jederzeit passieren. Also, schauen wir mal. Es gibt einige Dinge, die wir noch zu erledigen haben und die wir vor allem, ich denke, aus Sicht unserer Kaiserin Philomena in Bezug auf ihren Enkel noch in die Wege leiten müssen. Allem voran die Tatsache, dass der junge Mann jetzt nicht mehr verlobt ist. Wir konnten uns ja zuletzt dann doch das Verlöbnis brechen mit der, ja, der letzten Dame, will ich mal sagen, die verblieben ist noch aus dem Hause des ehemaligen Königs von Frankreich, die aber, naja, unehelich ein Kind geboren hat und auf die Art und Weise hier tatsächlich dann auch als zukünftige Gemahlin und Kaiserin von Franzien nicht mehr in Frage kam. Vielleicht nochmal kurzer Blick darauf, denn es gibt ja auch einen Regenten hier, entsprechenden Albert, der natürlich eine Rolle spielt. Ich würde mir aber das so vorstellen, dass Albert tatsächlich primär die Dinge beeinflusst, die jetzt hier in Pommern vonstatten gehen. Dass er derjenige ist, der im weitesten Sinne hier die Amtsgeschäfte in Pommern führt und leitet und alles Übergeordnete. Darum wird sich, solange sie es kann, eben noch unsere Philomena tun. Das heißt, wir werden auch viele Dinge, die so ein bisschen übergreifend und im Grunde auch das Kaiserreich betreffen, immer noch aus ihrer Sicht entscheiden. Und dazu gehört eben auch die Möglichkeit eines Verlöbnisses. Und da gibt es eine Möglichkeit, die durchaus interessant ist und die, ich denke, aus ihrer Sicht ihren Enkel durchaus absichern sollte, mit Blick auf eine vermutlich herausfordernde Zukunft. Und zwar gibt es hier eine junge Dame, Ermengard, Prinzessin Ermengard. Und ihr seht schon, Prinzessin des Heiligen Römischen Reiches. Denn sie ist eine Tochter des aktuellen Kaisers Guntram. Ja, sie sind katholisch und ja, sie sind auch so ein wenig, na, ich will jetzt nicht sagen Gegner, aber das Thema Lothringen ist natürlich durchaus, ich sag mal, der Streit um die de jure Besitztümer, die eigentlich noch zu Lothringen gehören, der ist auch nicht ganz ausgefochten, aber unsere Philomena ist auch nicht doof und das ist, glaube ich, der mächtigste Verbündete, den man aktuell haben kann und den Sigmund in Zukunft möglicherweise wird brauchen können und es ist eine mehr als gute Partie. Dementsprechend werden wir hier einmal die Heirat arrangieren mit Sigmund und er wird dem tatsächlich auch zustimmen. Interessanterweise, obwohl wir ja philokatholisch sind. Nun ja, wir werden diesen Vorschlag aber erst einmal abschicken. Dann eine Sache, die unserer, beziehungsweise können wir jetzt auch kurz abwarten. Das Verlöbnis wurde jetzt hier gebrochen und hier ist jetzt auch das Bündnis geschmiedet, sehr schön. Und das Verlöbnis mit dieser jungen Dame, 11 Jahre ist sie alt, als tapfer gilt sie schon jetzt, wenn auch ein wenig herrisch. Man kann es ihr verdenken, als Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches eine gute Partie wird das auf jeden Fall sein. Dann eine Sache, die, denke ich, unserer Philomena auch noch wichtig ist, ist, dass die wichtigen Personen hier im Königreich Pommern, vor allem die, die aktuell hier schon, ja, ich sag mal, ihrem Erben nahe sind, dass diese sich nicht doch nochmal überlegen, den philokatholischen Glauben anzunehmen, denn da gibt es so einige, unter anderem hier sein Regent. Und wir werden da, hier können wir es leider nicht, die Bekehrung verlangen. Es wird quasi als feindlicher Akt gegen unseren Diarchen angesehen, quasi aus unserer Sicht. Aber wir stellen uns, deswegen spielmechanisch können wir es jetzt nicht, aber wir stellen uns mal vor,
dass diese Forderung und diese, naja, nennen wir es Bitte, ihr kennt diese Bitten, denen man nicht wirklich widersprechen kann, dass die hier aus Leiden in Richtung der Menschen in Pommern formuliert werden. Und da gibt es, wie gesagt, so einige. Zum Beispiel Prinz Borschüter, der erinnert euch, einer der letzten der Piasten ist. Er hat hier einen Regenten, das ist hier dieser entsprechende Graf. Auch der ist noch katholisch. Können wir hier die Bekehrung verlangen? Ja, er wird dem zustimmen. Und dementsprechend werden wir das auch hier tun. Und auch hier die Bekehrung verlangen. Wir schauen uns nochmal weitere Vasallen an. Hier haben wir noch einen Grafen, der auch gebeten werden kann, wollen wir es so formulieren. Dann hier ein weiterer Graf. Ihr seht, die Meinung ist überall auch sehr, sehr schlecht. Ja, hier wäre es durchaus möglich, dass er das ablehnt. Wir werden es dennoch tun. Also, Philomena wird es tun. Graf Clotaire, auch er ist noch katholisch. Aber ihr seht, dass viele hier dieser Bitte folgen werden. Auch jener Bürgermeister. Und noch ein weiterer Bürgermeister. Die sind aber auch alle noch hier. Aber die machen alle keine Probleme. Das ist eine schöne Sache. Die scheinen, dass hier alle einzusehen. Oh, eher nicht so unbedingt. 44%. Wir werden es dennoch verlangen. Mal schauen, was passiert, wenn er das Ganze ablehnt. Ja, und dann gibt es natürlich einige Höflinge noch. Und vor allem mal auch jene, die eine wichtige Funktion haben. Und da haben wir unter anderem unseren Hofarzt, den wir mal hier bitten werden. Unser Hofantiquar. Der Reisemarschall, der weiß schon, wie der Hase läuft. Genauso unser Hoftutor. Unser Seneschall. Mundschenk. Leibwächter, natürlich auch ganz wichtig. Hier haben wir jetzt den guten Albert Eier, den wir leider ja nicht fragen konnten. Eine Amme ist, glaube ich, erstmal nicht nötig. Hier gibt es jemanden, der als Vorkoster... Wir haben alle eine ganz furchtbare Meinung von ihnen. Es geht auch um das Thema Kulturakzeptanz. Ja, wenn wir von denen so eine schlimme Meinung haben, dann werden wir das, glaube ich, nicht tun. Stallmeister ist erst auch mal nicht relevant. Es gab hier noch eine weitere Möglichkeit, einen Leibwächter einzustellen. Auch hier können wir die Bekehrung verlangen. Auch er wird das annehmen. Dann werden wir auch ihn hier einsetzen. Persönlicher Streiter könnte tatsächlich derselbe sein. Da weiß ich aber nicht, ob das schon erforderlich wäre. Schauen wir mal, wen wir sonst noch am Hof haben. Einige Gäste. Ich meine, viele haben wir jetzt natürlich schon gefragt. Schauen wir nochmal auf die Ritter. Kolm, ihn hatten wir gefragt. Unseren Leibweg gefragt, ist gut. Berthold, ja, ich meine, gerade die ausgezeichneten Ritter sollten ja nun auch. Jaromar. Den Bürgermeister. Den Graf hatten wir gefragt. Ich spreche immer von Fragen. Ihr seht die meisten, unser Hoftutor, der Leibwächter, der Bürgermeister. Okay, gut. Dann haben wir hier erstmal entsprechende Dinge in die Wege geleitet und warten jetzt einmal die Rückmeldung ab. Und wir sehen, dass da... Warte noch darauf, ob es hier Entscheidung gibt,
Ja, dieser Graf hier. Ich erkenne die Weisheit in eurem Glauben, doch ich hoffe, ihr erkennt auch, was für ein langer, gewundener Pfad es von der Finsternis ins Licht ist. Vielleicht würde die Reise für mich leichter werden, wenn ihr versprächet, mich überall zu unterstützen, wohin mich dieser Weg führt. Dann bekommt er ein schwaches Druckmittel. Naja, es ist schon klar, dass er das eher jetzt der Kaiserin gegenüber formuliert. Und die wird da nicht mit sich reden lassen. Aber ist er tatsächlich der Einzige, der sich das anders überlegt hat? So, hier ist jetzt ein Krieg verloren. Tatsächlich könnten wir ihn sogar einkerkern. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so eine Situation, das müsste jetzt hier vielleicht der Regent entscheiden, ob das aber nötig ist, wobei die Meinung hier... Ach, das ist dieser entsprechende Graf. Ja, ja, den hatten wir ja in der letzten Folge schon. Nun ja, gut. Wir schauen mal auf den Kreuzzug, wo hier offensichtlich weitere Schlachten stattfinden, die aber, wenn ich das hier richtig deute, positiv verlaufen. Und damit sind es hier 42%. Eine ermutigende Freundschaft. Werde ich jemals von diesem Scheusal befreit werden? Die Rede ist hier von Herzog Friedrich. Er ist nämlich unser... da müssen wir bei uns schauen. Hier unser Quälgeist. Das Haupt verdrossen gesenkt, nachdem ich weiteren öffentlichen Spott seitens meines Quälgeistes Friedrich Pechner hinnehmen musste. Es ist an der Zeit, dass ihr euch gegen diesen ekelhaften Friedrich wehrt. Ich würde vorschlagen, ein Gerücht darüber in Umlauf zu bringen, was er gerne mit seinem Lieblingsspielzeug anstellt, wenn er allein in seinen Gemächern ist. Sagt uns wer? Anselma? Schlägt uns das vor? Sie können aber gar nicht auswählen. Ich werde mich wehren und meine Ehre bewahren. Wir können ihn verprügeln. Aber es könnte auch sein, dass er uns verhaut. Dieses Gerücht wird sich wie Lauffeuer verbreiten oder die Folgen wären zu schlimm. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage... Ja, ich meine, schüchtern wie wir sind, ist er jetzt eigentlich nicht unbedingt der, der hier die Konfrontation sucht. Aber es gibt ja auch irgendwo, ich meine, interessant finde ich das, dass wir hier, wenn wir die Konfrontation suchen, aufgrund und trotz unserer Schüchternheit keine Anspannung oder dergleichen bekommen. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, ich meine, er hat zuletzt schon so reagiert, als er hier seinen Thron hochgehoben hat, dass er auch hier, ja, dass er irgendwie so eine Stimme in sich hat, die sagt, ja, die ihn immer auffordert, über seinen Schatten zu springen, die ihn in Situationen bringt, die ihm eigentlich unangenehm sind, aber in der er dann irgendwie diese, ja, die Schüchternheit oder diese anderen Dinge gar nicht so sehr spürt oder die gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Ich würde das aber nicht pauschal so entscheiden, sondern an dieser Stelle auch rollenspielerisch mal wieder die Würfel befragen und dem eine, ja, ich sag mal, eine Ein-Drittel-Chance geben. Bei 1 und 2 wird er versuchen, ihn zu verhauen. Bei 3 bis 6 schlägt dann doch eher die Schüchternheit durch und er lässt das mit sich geschehen. Okay, alles klar, recht eindeutig. Ich würfle eine 6. Die Folgen wären zu schlimm. Ist das denn hier Pechner? Nö, das ist auch nicht Pechner. Nun ja. Können wir denn ein Bündnis mit unserer... Ach nee, sie ist ja auch unsere Lehnsherrin, ne? Das ist natürlich dann auch mit dem Bündnis so eine Sache. So, hier haben offensichtlich die nächsten Schlachten erfolgreich stattgefunden. Jetzt geht das schon wieder los.
Okay, offensichtlich nimmt das Ganze zu. Dann würde ich dem Ganzen jetzt eine schon eine 50-50-Chance geben, dieser Druck, der in ihm aufwächst. Also 1 bis 3 diesmal für diese Option. Und ich würfle eine 1. Diesmal ist es relativ klar. Und wir versuchen, ihn zu verhauen. Aber er verprügelt uns. Ach, wie unangenehm. So, dieser Kreuzzug hier scheint sich aber positiv zu entwickeln. Hier gibt es nochmal irgendwelche, da kommen weitere päpstliche Armeen, wenn ich es richtig sehe. Und unser Regent nutzt seine Position aus. Er hat einen feingelassenen Anspruch bekommen auf in diese Grafschaft, die aktuell hier der kleine Boschida hält. Und er hat die Waagschalen der Macht ausschlagen lassen. Was ihm deutlich günstiger, also günstig ist wegen unserer niedrigen Legitimität. Und er nutzt seine Position wieder aus. Und er hat 75 Gold erhalten. Mein Gott, was ist er denn für einer? Nein, das ist natürlich so eine Sache hier mit den Waagschalen der Macht. Es ist jetzt schon eine verwurzelte Regentschaft. Dauert eine Regentschaft zu lange, kann sie verwurzelt werden. Der Regent wird dann im Vergleich zum Lehnsherrn noch mächtiger. Die Vorteile, die der Regent durch die Waagschalen der Macht erhält, werden viel stärker. Um eine verwurzelte Regentschaft zu beenden, muss der Regent ein Geschenk von seinem Lehnsherrn annehmen oder der Lehnsherr muss die Waagschalen zu seinen Gunsten ausschlagen lassen. Ja, das ist halt so ein Punkt. Beenden können wir es nicht. Wir sind ein Kind. Und ich sehe eben aktuell auch noch keine Möglichkeit. Wir sind hier bei Stufe 5. Ich sehe eben aktuell noch keine Möglichkeiten, dass unser Sigmund das hier ausschlagen lässt mit seinen 14... mit seinen 14 Jahren. Wobei, am Ende des Tages, ja, ich meine, es lebt ja auch noch seine Großmutter, die das hier sicherlich irgendwie beobachtet auch. Und, oh, die tatsächlich mittlerweile auch melancholisch geworden ist. Oh Gott, melancholisch, gebrechlich, zart, aber stur. Eine Philomena, wir haben es erlebt, zwingt so schnell nichts in die Knie. Ja, also solange sie noch lebt und Imerwerner sein Amt missbraucht und sie das irgendwie mitbekommt in einem bestimmten Maße, könnte ich mir vorstellen, dass sie versucht, ein Stück weit zu intervenieren. Hat der uns eigentlich, hat uns das Prestige gekostet? Okay, wir können ihm 700 Gold zahlen. Oh mein Gott. Prestige können wir einsetzen. Er hat nicht dasselbe Glaubensoberhaupt. Ein Druckmittel nutzen. Oh mein Gott, wir könnten tatsächlich nichts anderes tun, als aktuell hier dieses Prestige einzusetzen oder das Gold einzusetzen. Ja, da sehe ich aber im Moment keine Möglichkeit, ehrlicherweise. Es fehlt hier das Prestige und es fehlt hier, ja, also auch rein faktisch gibt es hier keine Möglichkeit. Ja, das wird noch eine interessante Rolle spielen. Und schon wieder diese Freundschaft. Also es scheint ihm ja tatsächlich immer stärker. Also dann machen wir jetzt so weiter, dann ist es jetzt hier die Zweidrittelmehrheit. Also bei 1 bis 4 versucht er ihn zu verhauen. Und bei 5 und 6 lässt das sein. Ich würfle eine 4 und schon wieder wird aber unser Sigmund verprügelt. Eieiei. So, was haben wir für Seuchen? Hier bricht was aus. Und die Grippe hier von König Richard. Oh, sieht auch gefährlich aus. Kurzer Blick auf den Kreuzzug.
der mittlerweile immer besser aussieht. Ja, der Gegner hat deutlich weniger Truppen. Können wir noch hier einen Begünstigten auswählen? Okay, das ist interessant. Obwohl wir überhaupt nicht... Nee. Kann nicht mehr verschickt werden. Wir sind ja auch gar nicht Teil des Kreuzzuges. Also von daher... Mann, das gibt es doch nicht. Also der... Müssen wir das jetzt so lange machen, bis uns das hier gelingt? Jetzt sind wir auch bei 100% angelangt. Und jetzt haben wir ihn verprügelt. Okay, hört es jetzt endlich auf. Hört auf, mich zu drangsalieren. Aha, sehr gut. Ja, offensichtlich hat er uns jetzt so lange gepiesackt, bis es irgendwie erfolgreich war. Durch die Nacht. Es wird hier mal von Pechner gesprochen, aber es gibt keine Pechner. Ist Pechner eine imaginäre Freundin? Ist Pechner diese Stimme, die wir hören? Es wird uns hier immer jemand angezeigt. Ne, Moment, wen hatten wir denn da noch? Schwärme. Navoja und Marte, auch keine Pechner. Für die schwärmen wir. Tja, Pechner muss möglicherweise eine imaginäre Freundin sein. Auf jeden Fall haben wir uns den größten Teil des Tages mit Büchern beschäftigt. Ich meine, so eine imaginäre Freundin würde auch zu seiner Schüchternheit passen. Und irgendwie auch zu seiner Schüchternheit gepaart mit seiner Lüsternheit. Denn doch die Stunde wird immer später. Ich habe viel zu viel Zeit damit verbracht, mich dem geschriebenen Wort hinzugeben und darüber begonnen, meine anderen Pflichten zu vernachlässigen. Als ich mein Buch schließe, wirft meine Begleitung mir einen stechenden Blick zu. Ach komm, Sigmund, sagt sie. Bitte bleibt und lest mit mir. Ihr habt einen so neugierigen Geist. Es wäre zu schade, wenn ihr ihn an etwas anderes als Wissen verschwendet. Ja, wir gelten auch als nachdenklich. Tja, und ich würde sagen, wenn unsere imaginäre Freundin, unsere Stimme das fordert, ein bisschen mehr Zeit mit den Büchern zu verbringen, könnte nicht schaden. 30% Wahrscheinlichkeit, dass wir gescheit werden. Das wäre ja interessant. Aber leider nicht. Leider nicht. Jetzt geht es aber los. Hier, er meldet sich wieder, unser Regent, der gute Albert. Ich habe da eine kleine Angelegenheit, die eure Zustimmung benötigt. Nichts, was ihr in aller Ausführlichkeit lesen müsst, Herr. Ich mache einfach meine Arbeit weiter, in Ordnung? Okay, also er versucht sein Amt weiter zu missbrauchen und versucht diesem jungen Herzog hier die Grafschaft wegzunehmen, die auf die er schon einen fallen gelassenen Anspruch bekommen hat. Er kommt dann eine Rivalität mit ihm näher, verliert Meinung, das ist klar. Wir können hier ein Veto einlegen. Bei Veto setzen wir... Sag mal, was ist denn hier mit unserem Prestige los? Ach, wir haben die ganze Zeit Prestige verloren, weil uns hier unser Quälgeist verhauen hat. Natürlich. Also wir können eigentlich de facto auch kein Veto einlegen. Ich weiß nicht, ob es ginge mechanisch und wir dann... Ja, ich meine, wir haben jetzt schon minus Prestige, aber... Tja. Also wie gesagt, ich denke, das ist eine Situation... wo er jetzt einfach so stark im Sattel sitzt, ein Stück weit, dass wir uns gegen diese, also gegen diesen Machtmissbrauch, ich meine, wir sitzen da im Rat, dessen Unterstützung er noch brauchen könnte. Ja, hier der Ratskanzler, der uns auch hasst. Warum eigentlich? Ja, unterhalb der Legitimität
hält die Jure Herzogtum, hohe Lehnsautorität, Anspruchsteller auf Titel. Ja, also wir haben halt auch im Rat jetzt nicht wirklich Rückendeckung, unser junger König. Von daher würde ich sagen, es gibt dort einfach auch niemanden, der irgendwie sich groß beschweren würde. Dementsprechend würde ich sagen, es besteht gar keine andere Möglichkeit, als das zu erlauben. Dann können wir ihn einkerkern. Gut, wir werden das nicht machen, aber... Puh. Ja, ja, das ist eine herausfordernde Situation, auf die unser Sigmund da zusteuert. Ja, hier haben sich einige Ritter für eine Tournei qualifiziert. Ist doch auch schön. So, hier kommen jetzt wieder einige an und werden wohl auch eine Schlacht gewinnen. So, und wir treffen uns wieder mit unserer imaginären Freundin. Wir stellen sie uns auch jedes Mal irgendwie anders vor. Aber hier ist wieder von Pechner die Rede. Also, es muss die imaginäre Freundin sein, es geht nicht anders. Pechner krittelt schon den ganzen Tag an meinem Verhalten herum. Es scheint jedoch, dass unser Streit nun endlich einen Höhepunkt erreicht hat. Mir ist aufgefallen, dass ihr in letzter Zeit immer mehr eine ganz bestimmte Eigenschaft, eure Schüchternheit, an den Tag legt. Meint ihr nicht, ihr würdet ein besserer König werden, wenn ihr stattdessen genau anders, nämlich gesellig wärt? Tja, ich meine, er hat auch zuletzt auf seine Freundin gehört, nicht wahr? Ich glaube, ihr habt da nicht ganz Unrecht. Also, ich würde sagen, er hört auf seine imaginäre Freundin Pechner. Aber inwieweit sich das durchsetzt, ob er jetzt in Anführungszeichen nur seine Schüchternheit verliert oder doch gesellig wird, das überlassen wir dann dem Schicksal. 1-3, er verliert die Schüchternheit. 4-6, er wird zusätzlich oder stattdessen gesellig. Und ich würfle eine 4. Also tatsächlich verändert sich sein Charakter jetzt nochmal weitgehend. Er verliert seine Schüchternheit und wird gesellig. Das ist doch sehr interessant. Hier steht jetzt Schüchternheit verloren, gesellig erhalten. Na, da sieh mal einer an. Und so schnell kann sich das ändern. Schon ist er gesellig geworden. Sigmund verbringt gern Zeit mit anderen Menschen. Na, das ist doch eine schöne Sache und eine... Ich hatte gerade gedacht, unser... Ah, schaut mal, unser Bruder ist jetzt auch mittlerweile philokatholisch. Das ist doch sehr, sehr schön. Er ist zwar noch immer pommerscher Kultur, aber wer weiß, ob sich das nicht vielleicht auch nochmal ändern kann. Hier ist auch irgendeine Seuche im Anmarsch. Wir sollten entsprechend mal hier Seuchen bändigen. Darum muss sich unser Hofarzt kümmern. Na, und ich würde sagen, wo wir doch jetzt gesellig sind, spricht doch vielleicht nichts dagegen. Ja, ich glaube, es war hier unter den großen Aktivitäten. Oh. Ich hätte jetzt doch gerne ein Spieltreffen organisiert. Aber jetzt muss ich nur gucken, dass ich das nicht übersehen habe. Ist es nicht mehr möglich, weil er schon mittlerweile zu alt ist? Ich meine, es ist doch bei den großen Entscheidung. Nee, offensichtlich steht uns das nicht mehr zur Verfügung. Nun gut, es dauert aber nicht mehr lange, bis, na gut, fast noch ein Jahr. Dann ist Sigmund erwachsen und tja, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Gesellig, paranoid, lüstern. Tja, da schauen wir mal, wie sich das mit ihm hier weiterentwickelt, mit unserem Sigmund und seiner imaginären Freundin Pechner. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.